Das Kuscheln, das gibt mir mega viel und ja, die Einsamkeit, die schwindet dahin. Gerade jetzt, die letzten besonderen zwei letzten Jahre, da ist in mir so ein Bedürfnis hochgekommen, was ich vorher nicht so gespürt habe. Sicherlich wäre es für mich einfacher, wenn ich, was weiß ich, bei Tinder oder irgendwo jemanden zum Kuscheln suche. Aber bei den meisten Menschen ist es ja so, dass da Erwartungen dranhängen oder Gefühle. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach jemanden haben, für kurze Zeit, wo ich mich mal anlehnen kann. Cuddling is something we usually do with our partner, children or friends. But since the pandemic hit, more and more people are seeking out professional cuddle therapists to help combat their feelings of loneliness and isolation, which have skyrocketed and have remained high even as lockdowns ended. Also durch die Pandemie war es auf jeden Fall so, dass total viele neue Anfragen kamen von Menschen, die sich jetzt plötzlich bewusst werden, wie sehr sie eigentlich Berührung brauchen und wie viel Berührungsmangel sie eigentlich haben. Neue Anfragen, die zeigen ja immer an, oh, es ist jetzt gerade noch mehr Bedürfnis. Und das ist jetzt nach Corona wirklich, hat sich stabilisiert auf 1, 2, 3 Nachfragen pro Tag, ja, anstatt pro Woche. Ich bin schon seit sehr langer Zeit Single, also seit 10 Jahren ungefähr, und habe das immer gut. Ich weiß nicht, ob es kompensiert ist, aber ich war immer sehr aktiv, körperlich, mit dem Tanzen, mit dem Sport, Freunde. Ja, und dann kam die Pandemie. Und da ist so vieles im Außen weggebrochen. Das Kuscheln hat geholfen gegen das Einsamkeitsgefühl, weil ich mich noch mehr mit mir selber, mit meinen Werten, mit meinen Bedürfnissen auseinandergesetzt habe. Studies show that many people across the world have felt more lonely since the pandemic started, especially in developed nations and in large cities. According to a survey done by the European Commission, the frequency of feelings of social isolation has doubled among EU citizens since the outbreak of the coronavirus. And young people and singles are especially affected. One issue is that the pandemic has worsened our loneliness. Another issue is that it has revealed our loneliness. The pandemic made that loneliness more severe, more acute. But this is an epidemic problem. It has health implications, it has mental health implications, and we really need to pay serious attention to it. Jetzt nach Corona oder nach den ersten Wellen ist es so, dass viele auch durch die Pandemie erst so richtig drauf aufmerksam geworden sind, was ihnen eigentlich fehlt. Das heißt, viele Anfragen, die ich mittlerweile bekomme, da steht dann drin, dass ja, sie gerade durch Corona so viel Homeoffice machen, zu Hause sitzen und keinen Ausgleich haben und sich wie in einer Falle fühlen. Also sie fühlen sich total beengt. Experts say, one way to combat the sense of loneliness and isolation is physical touch. Physical touch has a huge impact on our physical as well as mental health. Not least because cuddling releases the hormone oxytocin. Also das ist so das Kuschelhormon, das ist das Bindungshormon. Das ist überhaupt das Hormon, mit dem Säugetiere, also wir auch, funktionieren. Und wenn wir dieses Hormon nicht haben, dann haben wir viel zu viel Cortisol, viel zu viel Stresshormon und wir sind so unausgeglichen. Das heißt, eigentlich ist es biologisch festgelegt in unserem Körper, dass wir in einer Gruppe immer wieder Berührung austauschen. Also ohne Berührung sind wir nicht lebensfähig. Wer nicht in seiner Kindheit berührt wird, er wird sich nicht normal entwickeln. Er wird krank werden, wird unter Umständen aggressiv werden, depressiv werden. Symptome von Berührungsmangel, das kann alles Mögliche sein. Im Körperlichen merkt man das, dass man eben nicht so motiviert ist, schwächer ist, man hat nicht so viel Energie, um rauszugehen, man ist schlapp. Und über die Zeit, wenn das immer länger geht, dann kann es auch depressiv machen und kann eben auch dazu führen, dass man soziale Phobie entwickelt, dass man ja richtig Angst bekommt vor Menschen. That's where cuddle therapy comes in, which Elise Meyer helped establish in Europe 5 years ago. It's a relatively new field and she traveled to the US to study under the founder of the movement. Also eine Kuscheltherapiestunde, das läuft so ähnlich ab, wie man sich das vielleicht mit Massage vorstellt. Also man macht einen Termin mit mir aus, erstmal ein Vorgespräch, wir reden über bestimmte Dinge, warum man überhaupt jetzt kuscheln will, welche Bedürfnisse da sind, ist man gerade einsam zum Beispiel, welche Kuschelposition will man machen. Ja, und wenn alles geklärt ist, dann ziehen die Kunden, Kundinnen sich um
Und dann geht es zur Kuschelcouch oder zum Kuschelbett und wir beginnen erstmal mit einer einfachen Berührung, so wie Handhalten. Und dann je nach Klient ist es dann ganz unterschiedlich. Ist es sofort ganz enges Kuscheln oder ist es erstmal Rückenkraulen? Und spätestens als sie mit ihrer Hand in mein Gesicht gegangen ist, in meine Haare, ach, das war eine Erfahrung, die habe ich lange nicht mehr so gespürt. Ja, das war einfach richtig, richtig schön. Ja, für mich ist so Kuscheltherapie ist quasi auch wie, ich könnte auch sagen, wie Gesprächstherapie, nur auf körperlicher Ebene. Also ich habe jetzt auch viel mehr mit Menschen Kontakt, also es war auch so wie eine 180-Grad-Wende. Despite the positive effects of cuddling, there's still a lot of stigma around it, which makes it difficult to talk about. The need for physical touch is still taboo in many countries, especially in Central and Northern European societies, where physical touch is not as prevalent and established as it is elsewhere, and is often perceived as something immoral or sexual. Ich hatte es schon ein paar Leuten erzählt und die dachten dann gleich irgendwie an so Dienstleistungen im Sinne von Prostitution, was ich ziemlich unfair finde, vor allem wenn man es noch nicht selber ausprobiert hat. Ja, das ist dieses Stigmata oder die Stigmatisierung halt, die da stattfindet irgendwie, da finde ich, da besteht noch Nachholbedarf, das irgendwie mehr zu kommunizieren. So. Also bei einer Kuschelstunde ist es so, dass wir nicht in die Bikinizone hineinfassen, also das ist die Tabuzone. Außerdem sind wir angezogen und wir greifen auch nicht um die Kleidung. Also es ist nichts mit Nacktheit, nichts mit Erotik und Küssen ist verboten. The sexual connotation of physical touch isn't the only reason many find it difficult to admit that they are going to cuddle therapy. Es bestehen viele Missverständnisse bei den Menschen, weil viele denken, in einer Kuschelstunde, Kuscheltherapie, da geht man hin, wenn man keine Freunde hat, keine sozialen Kontakte oder irgendwelche Phobien. Experts hope the pandemic will help break the stigma and enable an honest discussion about loneliness and the need for physical touch. You know, I think we need public education for young people that destigmatizes loneliness. It says that, you know, loneliness is very common among young people. There's nothing wrong with you if you're feeling lonely. Also als Kuscheltherapeutin aus dieser internen Perspektive kann ich sagen, dass wirklich jeder einsam sein kann, ja? Ich habe da Ärzte, hochkarätige Ärzte, die sich einfach den Arsch abarbeiten, die einfach kurz vorm Burnout stehen. Ich habe Handwerker, ich habe Studenten, ich habe IT-Fachkräfte. Also man muss sich nicht schämen, einsam zu sein. Das ist wirklich normal heutzutage fast schon. So what can we do to combat loneliness? Let's start on the individual level. And sometimes your impulse is just to run for the hills, just to retreat, to sleep all day. And it's really important to push yourself, to try things, to try sports, to get exercise, to meditate, to eat well, to try to sleep well. Try to get support from friends. Those are things that you can do at the individual level that I think help. Für Leute, die einsam sind und gerade nicht zur Kuscheltherapie kommen können, denen rate ich ganz notfallmäßig sozusagen, sich regelmäßig selbst zu massieren, selbst zu berühren, eben sich selbst das zu geben, was sich gerade gut anfühlt. Man kann auch sagen, ja, Haustiere sind toll. da hat man dann auch jemanden, also ein Gegenüber zum Kuscheln, weil da eben auch dieses Oxytocin ausgeschüttet wird. But it's not just up to those who suffer to help themselves. Society and community play a vital role as well, according to experts. I think loneliness is mostly a societal failure. It's not an individual failure. And that we're not taking care of each other. And that too many of us aren't reaching out to people who might be lonely. We're not alert to the signs of loneliness. And we need public education about loneliness. Ich würde mir wünschen, dass auch in den Kindergärten und in den Schulen und in den Pflegeheimen das Berührung viel mehr wieder an Platz gewinnt. When we go to see the doctor should ask about loneliness because it is so important for our health and for our mental health. I'm hopeful that we can really do a lot around this problem if we're intentional about it, thoughtful about it and proactive about it.